So, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Odyssey im Auftrag des Königs. Heute stehen wir vor Nago und ich bin sauer. Ich könnte so einen Hals kriegen. Der hat mich doch tatsächlich erwischt, beziehungsweise ist mir irgendwie blöd gekommen. Und ist auch misstrauisch, hat er reagiert, als ich vor ihm als Paladin erschien. Die Diebe könnten vielleicht irgendwann feindlich reagieren, wenn ich sie mit einer Rüstung des Königs aufsuche. Aha. Ich sollte aber auch keine Banditenrüstung tragen. Am besten etwas Neutrales. Ja, das ist doch mal, das ist eine Hilfe. Das ist echt eine Hilfe und finde ich gut. Und auf die Hilfe sollte man auch hören. Sodele, ja, dann habe ich mir noch was aufgeschrieben. Auch Sachen schreibe ich auf, damit ich sie nicht vergesse und sie auch berücksichtige. Da wäre es zum Beispiel, was habe ich denn aufgeschrieben? Zuris, da habe ich ja was übersehen. Da gibt es einen leckeren Trank. Und Lema natürlich. Müssen wir noch sein Tellerchen geben? Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Das bist ja du, ne? Du bist Lema. So, ich bringe dir deinen Goldteller. Ich bringe dir deinen Goldteller. Was? Du meinst den Teller, den mir Phelan gestohlen hatte? Irrtum. Nicht Phelan, sondern Gerbrand war der Dieb. Er hatte den Diebstahl Phelan angehängt. Na sowas. Aber egal. Hauptsache, die Sache ist geklärt. Kann ich jetzt meinen Teller haben? Natürlich. Hier hast du ihn. Gut. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Immerhin musste ich 250 Goldstücke zahlen, um an den Teller ranzukommen. Tatsächlich, so viel ist deinem Leben nicht wert. Aber hier hast du 20 Goldstücke als Belohnung. Oh weia, das ist ein bisschen wenig, würde ich mal sagen. Findest du nicht, dass 20 Goldstücke ein bisschen wenig sind? Was willst du? Der Goldteller ist sowieso nicht so viel wert. Mehr werde ich dir auf jeden Fall nicht geben. Na schön, da kann man wohl nichts machen. Ja, sowas Beklopptes aber auch. Ja, es gab einen Questeintrag und zwar unter der Verbannte. Gucken wir mal, wo der sich hier rumtreibt. Ah, da ist er ja. So, ich habe Lehmann seinen goldenen Teller gegeben, aber dafür nur eine kleine Belohnung erhalten. So ein Geizhals natürlich. Aber was soll's. Hauptsache, ich habe bewiesen, dass Phelan unschuldig ist. Das muss ich aber Phelan auch nochmal erzählen, dass er unschuldig ist. Dann gucken wir mal. Das war doch der irre Phelan. Also ich habe in Erinnerung, dass er irgendwo hier immer noch am Kloppen ist. Da ist er doch, der Herr Phelan. Er kloppt immer noch. Herrlich. Hey. Das Urteil ist aufgehoben. Ist das wahr? Ja, Lord André ist jetzt vollkommen von deiner Unschuld überzeugt. Ich danke dir. Nimm zum Dank diese Heiltränke von mir. Du wirst sie sicher gebrauchen können. Sag mal, was wird jetzt eigentlich mit Gerbrand? Tja, leider gibt es nicht genug Beweise, um ihn für seine Tat zu bestrafen. Verdammt! Am liebsten würde ich ihn sofort aufsuchen, um ihn eine zu verpassen. Und warum tust du es nicht? Weil mich Lord André dafür sicher gefangen nehmen wird. Du hast recht. Er kann es nicht zulassen, dass die Gesetze so einfach gebrochen werden. Könntest du nicht für mich Gerbrand eine Abreibung verpassen? Ich würde dir dafür sogar 100 Goldstücke zahlen. Ich bin doch kein Schläger. Strafe muss sein. Ja. Ich mach das mal so. Strafe muss sein. Ich werde mir Gerbrand vorknöpfen. Erledige das aber nicht vor anderen Leuten, sonst mischt sich noch jemand ein. Klar. Werde darauf achten. Kleiner Tipp. Du könntest ihn ja mit der Furchtspruchrolle aus dem Lager locken. Klappt bestimmt. Klasse. Einfach klasse. Ach ja, gucken wir mal nach hier. Ganz nach. Oh, stopp. Nicht so schnell. Und zwar Abreibung für Gerbrand. Ja, genau, richtig. Das ist ja das, was der Phelan auch schon gesagt hat. Dann gucken wir nochmal auf der Verbannte. Ist er denn jetzt erledigt? Jawohl, ist unter erfüllte Mission ganz weit unten. Ich habe Feller mitgeteilt, dass das Urteil gegen ihn aufgehoben ist. Ja, super. Suppiluppi, so läuft das. So, nein, da wollen wir nicht hin. Wir wollen wieder rum. Und zwar statten wir erstmal Zuris einen Besuch ab und kaufen noch. Habe ich überhaupt noch genug Kohle? Ja, ein bisschen haben wir noch.
Na, dann müssen wir auf die andere Seite, so wie das aussieht. So, und schwupps sind wir hier. Das hier, was wir bei Zorus vergessen haben, war... Also, was ich nur im Schnitt gesehen habe. Haha, das Vieh hier. Elixier des Geistes für 1500. Was ist das? Ist das nur Elixier der Stärke? Zum Beispiel auch für 1500. Das reicht mal wieder nicht. Da muss ich mal eben kurz tauschen gehen. So wie auch Elixier des Lebens. So, das müsste erstmal reichen. Gehen wir also hier hin. Holen wir uns mal lecker Elixier des Geistes. Da sind es jetzt zwei. Drei. Trank der Geschwindigkeit brauchen wir ja nicht. Also wir wollten ja Elixier des Lebens. Elixier des Geistes. Nee, warte mal. Stopp. Nicht vertun. Elixier der Stärke. Ah, ich brauche noch ein bisschen. Muss ich noch ein bisschen mehr verkaufen? Das oder ich lasse es erstmal so und kaufe es später. So machen wir es. Ja, dann glucksen wir noch die Tränke schön fröhlichst hinunter. Leben. 20 Punkte. Geistes und Stärke. Das ist doch gut. Special. Ja, dann geht's jetzt mal zurück zu Herrn Gerbrand. Erstmal gucken hier, ob es irgendwie was Neues gibt. Ja, Darin haben wir ja schon. So, oh, Sarah, sorry. Mit dir haben wir auch schon gesprochen. Rengaro, Moment mal. War das nicht einer unter der Diebesgilde? Oh, war ja, ich muss natürlich neutrales Zeug anschließen. Na, aber geh. Dann gucken wir mal bei der Hanna. Hanna. Hat nur natürlich nur ein Zimmer oder gar nichts. Jetzt gehen wir doch mal hoch. Hallo. Nur er bleibt da wieder hängen. Dann Dolo. Ach, was soll's. Dann Stantepede jetzt mal zu Herrn Gerbrand. So, der Wirt, wo sind die Biere? Der hat da keine neuen Biere aufgefüllt. Manometer. Kommst du hin? Er kommt hin. Ryan. Alle da, alle noch richtig schön am Wörkeln. Sag mal, was ist denn eigentlich mit der Gritta? Die war doch... War die nicht immer hier drin? Gritta, sag mal. Gritta, bist du eigentlich doch da? Nee, die ist nicht hier. Dandolo hat ja wohl ein Eigenleben jetzt, was? Komm her. Mann! Ich hab da meine eigene Meinung. Oh, sorry, Leute. Wieso ist denn der jetzt futsch? Ah, oh. Er wollte wohl Gritta einen Besuch abstatten, oder was? Okay. Oder er hat sich... Ja, das wäre es ja auch. Dass meine Wege gespeichert werden. Rupert. Gucken wir mal. Die Orks sind besiegt. Endlich mal eine gute Nachricht. Allerdings habe ich von diesem unruhigen Leben hier die Schnauze voll. Aha. Vielleicht sollte ich Korinnes verlassen und mir irgendwo ein ruhiges Plätzchen suchen. Eine kleine Insel mit Wald und genug Wild zum Jagen. Ja, das wäre genau das Richtige für mich. Ja. Rupert, tatsächlich mich auch so. Zeig mir dein... Oh, okay. Jo, dann wollen wir nicht lang fackeln und mal den Herrn Gerbrand mal auf die Ketten gehen. Gucken, ob der Schrein da noch steht. Nee. Oder war das? Das war an einer anderen Stelle. So, jetzt muss ich mal überlegen, welches Haus war das von Gerbrand? Oh, ihr wisst das bestimmt alles. Ich weiß es nicht. Wie spät haben wir es denn auch? 18.18 Uhr. Ja, das war er nicht. Das muss irgendwo auf der rechten Seite gewesen sein.
jetzt muss ich den Gerberan suchen. Ich gehe mal hier hoch. Nee. Ist er nicht. Also wenn ich ihn finde, dann werde ich mich wieder einschalten, liebe Leute. Aber bis jetzt habe ich den Gerbrand noch nicht gefunden. Ups. Halt. Was willst du denn hier? Ich gehe ja schon wieder. Okay. Nur dann nicht. Ich werde den Dandolo erstmal wohin schicken. Und zwar warte auf mich. Warte was auf mich. Denn? Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Am besten leuchtenden Gut. Turm. Wo wollen wir uns treffen? Ja, am Leuchtturm bitte sehr. Das ist immer nicht so weit von hier weg. Warte auf. Na gut, dann gehe ich. Genau, geh mal los. Und ich werde dann eben nochmal eine Runde knacken, schlafen. Verstehe nicht, warum ich den Gerbrand nicht gefunden habe. Das ist echt ulkigst. Ich meine, der war hier im vorderen Bereich. Aber der wird bestimmt irgendwo, wenn ich mich schlafen lege, tagsüber irgendwo sich dann gemütlich hinpflanzen. So, dann nehmen wir doch mal hier das Bettchen. Schlafen bis zum nächsten Morgen. Raus aus meinem Bett! Ja, ist ja gut. Lach mich kaputt. Wer ist denn das? Valentino! Na? Du bist auch so ein arroganter Schnösel. Ein Frauenaufreißer. Ho. Okay, schade, dass hier keine Nummern stehen. Dann könnte man sich das merken. So, wie schon gesagt, da ist er. Das ist eine Gerbrand hier. Das kann der nur sein, der mit dieser... Nee, das ist Fernando. Mann! Ja, genau, das ist hier. Womit verdienst du dein Geld? Ah, Mann. Und du bist... Okay, jetzt haben wir die Geschichten. Also wie schon gesagt, wenn ich den finden sollte, dann werde ich euch das mal gleich wieder einblenden. Ich finde mich hier beim Gärtner und wenn ich den anspreche, ja, den hey. Gärtner, dann heißt es hier Diebeszeichen zeigen. Das werde ich bestimmt nicht in meiner Paladin-Rüstung machen, sondern ich sollte ja was Neutrales anziehen. Dann gucken wir doch mal hier auf Rüstung. Was können wir denn Neutrales anziehen? Xadas Feuerrobe, verstärkte Drachenlederrüstung, verstärkte Assassinenrüstung, Golem, Bootsmannrüstung. Bootsmannrüstung, ist das neutral? Rüstung aus Crawlerplatten. Ach, ich mach mal die Bootsmannrüstung. Oder? Nee, ich glaube, das ist nicht richtig. Naja, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Da ist es ja irgendwie auch irgendwas mit König hier. So, also, Rüstung aus Crawlerplatten. Fertig, aus. Und mal gucken, was er zu sagen hat. Diebeszeichen zeigen. Du gehörst also dazu? Dann habe ich eine nützliche Information für dich. Einige der Häuser hier oben haben geheime Wände, die nur durch versteckte Schalter geöffnet werden können. Dahinter bewahren die Leute ihren wertvollen Krempel auf. Hallo, du bist Händler? Naja, ich habe gerade geerntet. Also, wenn du was kaufen willst? Ja, das kennen wir ja dann. Zeig mir deine Ware. Hast du irgendwas Besonderes? Feuernessel, Feuerkraut und Feuerwurzel. Nichts Interessantes, aber das ist ja interessant. Der hat natürlich mir einen Tipp gegeben, dass Leutchen irgendwelche Schalterchen haben. Gut, okay, dann will ich mal wieder zurück als Paladin um die Wette gehen. um die Wette, Quatsch. Ums Haus laufen und weiter auf Gerbrand gucken. Wo der wohl ist, Mensch. Gehen wir mal erstmal hier ins wichtigere Haus hier rein. Ist denn jemand hier? Ist Salford hier. Gibt's nichts. Irgendwer hier? Nein. Was ist denn? Larius-Truhe. Gut. Bettinger. Da ist wer. Larius selber, natürlich. Das ist ja Larius Häusle. Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist wohl das Gerbrändle? Ach ja, dann gucke ich bei meinem Papa vorbei. Ne? Hallo, Papa. Roland, mein Sohn. Wo hast du schon wieder so lange gesteckt? Nun, ich. Du hast ja eine steile Karriere hinter dir. Paladin des Königs. Ich bin beeindruckt, mein Sohn.
Ich weiß, dass du als Kämpfer des Königs diesen verdammten Krieg mitmachen musst. Aber pass bloß auf dich auf. Deine Mutter und ich machen sich große Sorgen um dich. Vergiss das nicht, mein Junge. Werde jetzt bloß nicht zu kühn und zu übermütig. Nein, keine Sorge. Du kannst übrigens gerne von mir Waren bekommen. Verschenken kann ich dir freilich nichts, da deine Mutter und ich davon leben müssen. Ich nehme aber an, dass du auf deinen Reisen genug Gold gesammelt hast, um dir meine Waren leisten zu können. Doch diesen Bogen hier will ich dir schenken, mein Sohn. Ich hoffe, dass er gut genug für dich ist. Gut, ich muss dann weiter. Gut, mein Sohn. Pass bloß auf dich auf. Ja, pass bloß auf. Okay, zeig mir deine, mach mir einen guten Preis. Okay. Mach mir einen guten Preis. Einen guten Preis? Na schön, mein Junge, warum nicht? Ich mache dir folgendes Angebot. Wenn du mir Felle von Wildschweinen, Wölfen, Wargen, Schattenläufern oder Trollen bringst, bekommst du von mir mehr als bei anderen Händlern. Für andere Jagdtrophäen gilt mein Angebot aber nicht. Das wird mir sonst zu teuer. Schließlich muss ich das Geld wieder reinbekommen. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Ja. Klingt gut. Gut. Das freut mich, mein Sohn. Ja, Wildschwein, Wurf und Schattenläufer verkaufen. Ein Glück, dass das da steht. Aber trotzdem würde ich ganz gerne mal sehen, was er mir da an Waffe verkauft, beziehungsweise geschenkt hat. Und zwar einen Kriegsbogen. Was habe ich angelegt? Hä? Den hier habe ich angelegt. Kriegsbogen und noch einen Kriegsbogen. Gut. Okay. Also nichts Besseres. Gut, dann fragen wir ihn nochmal, was sonst noch so passiert ist. Und? Alles in Ordnung? Ja, mein Sohn. Deine Mutter und mir geht es gut. Gut. Ich muss dann weiter. Mach's gut, mein Junge. Pass bloß auf dich auf. Wo immer du auch hingehst, denk an deinen alten Vater. Glaubst du wirklich daran? Okay, jetzt wollen wir mal zum Geschäftlichen kommen. Und zwar Wildschweinwelle, Wag- und Schattenläuferfelder. Wir brauchen ja Kohle. Du hast jede Menge Felle dabei, mein Sohn. Ja. So viel Gold kann ich dir nicht auf einmal geben. Oh, wieso ein Dirt? Das müsst ihr mir mal schreiben. Wieso kann er mir denn so viel Gold nicht auf einmal geben? Hä? Mutter, hallo. Ich sehe, dass sich dein Traum erfüllt hat und du Paladin geworden bist. Ich bin ja so stolz auf dich, mein Sohn. Wie geht es dir, Mutter? Mir geht es gut, mein Sohn. Doch ich mache mir Sorgen um dich. Begib dich nicht unnötig in Gefahr. Denke immer daran, dass dein Vater und ich sich Sorgen um dich machen. Mach dir keine Sorgen, Mutter. Alles wird gut. Hoffentlich. Hey, du. Ja, Mutter, gibt's denn sonst noch was? Und wie geht es ihr? Wie geht es dir, Mutter? Mir geht es gut, mein Sohn. Doch ich mache mir Sorgen. Ja, okay. Denke immer. Mach dir keine Sorgen. Hoffentlich. Okay, das ist nochmal der gleiche Spruch wie eben. Ja, immer noch auf der Suche nach Gerbrand. Da ist er irgendwo in der Stadt, weil oben im Oberviertel finde ich ihn nicht. Mal gucken wir mal, wo der ist. Okay, spreche ich den Rengaro doch mal an. Hier habe ich Joras Kelch. Hier habe ich Joras Kelch. Sehr gut, her damit. Was ist mit deinem Versprechen? Dass ich dir beibringe, wie du besser im Taschendiebstahl wirst? Kein Problem. Frag mich einfach, was du wissen willst. Okay. Ich habe noch eine alte Paladin-Rüstung in Joras Truhe gefunden. Interesse? Diese Rüstung ist wirklich ziemlich alt. Dazu ist sie noch ganz schön beschädigt. Und reparieren, wird sich auch nicht mehr lohnen. Nee, da bekommt man auf dem Schwarzmarkt nichts mehr für. Behalt sie. Vielleicht kannst du sie ja irgendjemandem unterjubeln, dem du eins auswischen willst. Schließlich verbietet ja das Gesetz, dass einfache Bürger Rüstungen von Paladin in ihrem Besitz haben. Egal wie alt diese sind. Okay, also das muss ja eine uralte Quest noch gewesen sein. So, jetzt steht hier, ich will geschickter werden. Ich will Taschendiebstahl lernen. Kann ich das überhaupt? Geschicklichkeit, okay. Gucken wir doch erstmal nach, was ich denn überhaupt hier... Ob der Taschendiebstahl... Taschendiebstahl? Ach, ist schon gelernt. Oh, Leute, sorry. Vielleicht hat er ja noch einen Auftrag. Hast du noch einen Auftrag für mich? Nein, Diebesgilde. Im Moment nicht. Du sagtest doch, dass sich die Mitgliedschaft in eurer Gilde lohnen würde. Ja, und das stimmt auch. Aber im Moment wüsste ich nicht, wen du ausnehmen könntest. Also ist er doch in der Diebesgilde und ich stehe ihm mit meinem
Paladin-Rüstungskram gegenüber, dass er nicht misstrauisch geworden ist. Später. Ich will den Gerbrand finden. Kanta, den finde ich einfach nicht. Liebe Leute, wo ist der? Zum Schlafen im Geldsack. Ach, da sollte ich mal gucken. Ach nee, Hanna habe ich ja schon. Ich fass es nicht. Wo ist denn der Gerbrand? Oder ist er oben? Der kann doch nicht. Ja, jetzt habe ich den Kreis gezogen. Hat er sich hier irgendwie verschlunzt? Er hat bestimmt einen neuen Punkt. Garantiert. Tolle Nummer. Hier ist nur Wulfgar. Okay, dann starten wir mal André im Besuch ab. Hallo André. Nach Neuigkeiten, Fragen. Ich grüße dich. Schön, dass du uns nochmal besuchen kommst. Auch ich grüße euch, Lord André. Wie ich sehe, ist die Stadt wieder fest in eurer Hand. Also scheint jetzt alles in Ordnung zu sein. Nun ja, nicht ganz. Mehrere Orks konnten entkommen. Sie haben sich jetzt irgendwo in den Wäldern versteckt und bleiben eine Gefahr für jeden, der ihnen zu nahe kommt. Leider habe ich nicht so viele Leute, sonst hätte ich schon längst diese Ork-Lager angegriffen, bevor sie uns gefährlich werden können. Sind denn viele Orks entkommen? Meine Kundschafter berichteten mir, dass sie 5 Ork-Gruppen gesehen hätten, die in die Wälder gezogen sind. Um einen Großangriff gegen uns zu unternehmen, sind sie zu schwach. Aber sie könnten irgendwann Verstärkung aus dem Minental bekommen. Und dann wären sie wirklich gefährlich. Du würdest uns daher sehr helfen, wenn du diese Ork-Lager ausfindig machen und beseitigen könntest. Ich werde mich mal umsehen. Habt ihr irgendwelche Informationen, wo die Orks stecken könnten? Ich kann dir die Orte nennen, wo sie zuletzt gesehen worden sind. Das wäre schon mal eine Hilfe für mich. Wo genau wurden sie gesehen? Der erste Trupp wurde nicht weit von der Stadt gesehen. Wenn du das Stadttor Richtung Onas Hof verlässt, gibt es rechts und unmittelbar hinter dem Tor ein weites Tal. Vielleicht stecken sie ja noch dort. Der zweite Trupp wurde in der Nähe des Leuchtturms gesehen. Diese Orks aber werden wohl jetzt etwas weiter entfernt von diesen Lagern. Der dritte Trupp hingegen soll sich irgendwo beim Turm des Dämonenbeschwörers Xardas aufhalten. Der vierte Trupp wurde in der Nähe des Passes gesehen. Der fünfte Trupp wiederum soll sich irgendwo im Norden aufhalten, und zwar in der Nähe der Brücke. Gut, ich werde mich dann auf den Weg machen. Da ist noch etwas. Mir wurde gemeldet, dass das Kloster von irgendwelchen Untoten überfallen worden ist. Kläre bitte, was da los ist. Untote im Kloster? Auch das noch. Na schön, ich werde mal mit Meister Pyrokar sprechen. Gut, ich danke dir. Innos möge mit dir sein. Sei aber vorsichtig. Es sollen sich seltsame Gestalten auf den Wegen herumtreiben, die jeden angreifen, der sich ihnen nähert. Was für Gestalten? Genaueres ist mir nicht bekannt. Mir ist nur zu Ohren gekommen, dass sie unheimlich gekleidet sind und Magie beherrschen sollen. Möglicherweise hängt das Erscheinen dieser Magier mit dem Überfall auf das Kloster zusammen. Du solltest Bürokar darauf ansprechen. Vielleicht kann er dir hierzu mehr sagen. Oh Leute, das wird ja richtig viel. Gucken wir mal. Richtig schöne viele Quests. Reste der Ork-Armee. Erste, vierte, fünfte Trupp. Wunderbar, das kann man sehen. Alte Paladin-Rüstung, das war eben von... Moment mal. Das war ja, als wir eben mit ihm gequatscht haben. Ich möchte ja mal mit Hanna sprechen. Okay, Abreibung für Gerbrand, gut. Okay, da, Moment mal, vielleicht steht ja da was, wo er ist. Um ihn aus dem Lager zu locken, hätte Spruch wohl, falls ich... Aus dem Lager zu locken. Okay, vielleicht kommen wir zufällig dahin. Warte mal. André, wir brauchen noch ein bisschen mehr... Kann ich euch sonst noch helfen? Tipps. Vielleicht. Larius braucht unbedingt einen Schreiber. Da wir auf Corinnes so schnell keinen bekommen werden, haben wir beschlossen, unseren alten Schreiber Cornelius zu begnadigen. Begnadigen? So hatte er was verbrochen? Ja. Er hat bei dem Mord eines unserer Paladine eine falsche Aussage gemacht, die einen Unschuldigen belastet hat. Wir haben aber durch jemanden in Erfahrung bringen können, dass er unter Zwang gehandelt hat, und haben uns daher entschlossen, Milde walten zu lassen. Leider wissen wir aber nicht, wo Cornelius steckt. Wenn du ihn finden solltest, bitte ich dich, ihm dieses Begnadigungsschreiben auszuhändigen, sobald er bereit ist, wieder in unsere Dienste zu treten. Teile mir anschließend mit, wie sich Cornelius entschieden hat. In Ordnung. Wenn ich ihn sehe, übergebe ich ihm das Schreiben. Genau. Wenn ich ihn sehe, wenn, dann gucken wir mal eben, was das Cornelius-Schreiben denn so alles hat. Tja, nicht gefunden, leider.
Und währenddessen ist mir wieder aufgefallen, dass die Musik wieder aus ist. Das muss ich wieder an- und ausmachen. Aus- und anmachen, meine ich. Ja, da sind wir wieder. Wie sieht's denn eigentlich hier in der Zelle aus? Was willst du hier? Aha. Ich will zu den Gefangenen. Okay, das will ich aber ihm nicht sagen. Weil da ist kein Gefangener da. Oder ist noch woanders einer gefangen? Nein, nicht, dass man das sehen könnte. Was sagt denn Boltern, wenn ich sage, zu den Gefangenen? Zurzeit sind alle Zellen. Okay, das war mir klar. Zurzeit sind alle Zellen leer. Ja, jetzt müssen wir uns mal eben kurz sammeln und gucken, wie wir weitermachen. Genau, irgendwas war mit Hannah. Wegen der Hengaro. Und dann gucken wir erstmal hier und lesen das mal, was so. Naja, mal sehen, vielleicht kann ich ja die Rüstung noch irgendwie gebrauchen. Rengaro meint, dass er irgendjemanden unterjubeln könnte, dem ich eins auswischen will. Mal sehen, wer dafür in Frage kommt. Ich könnte ja mal mit Hannah sprechen. Die Besitzerin der Herberge kennt eine Menge Leute. Darf ich dich mal was fragen? Aber sicher. Was willst du denn wissen? Wem aus Corinnes würdest du am liebsten einen Streich spielen? Warum fragst du das? Nur so. Vielleicht könnte ich dir ja dabei helfen. Nun, wenn du mich so fragst, fällt mir nur einer ein. Valentino. Was hast du gegen Valentino? Diesen arroganten Angeber kann ich einfach nicht ausstehen. Er zieht über jeden her und macht jeden schlecht. Er bildet sich ein, unwiderstehlich zu sein und lässt keine Frau in Ruhe. Also, er hätte auf jeden Fall mal eine Abreibung verdient. Ich kenne Valentino nicht so gut. Vielleicht denken andere nicht so schlecht von ihm. Die musst du aber suchen. Ich kenne keinen, der Valentino besonders mag. Aber rede ruhig mal selbst mit ihm. Dann wirst du wissen, was für ein Typ er ist. Gute Frau, da hast du recht. Sowas von recht. Das ist nämlich auch so. Dann habe ich ihm. Ja, dann habe ich schon gesprochen. Valentino ist wirklich das Letzte. Ich habe es dir ja gesagt. Ich habe eine alte Paladin-Rüstung, die ich ihm unterjubeln möchte. Hast du eine Idee, wie ich das am besten mache? Valentino trägt immer den Schlüssel einer Truhe bei sich. Dort bewahrt er wahrscheinlich seine Wertsachen auf. Wenn du sein Haus in der Oberstadt aufsuchst, könntest du ihm ja die Rüstung in die Truhe legen. Und dann? Was soll denn dann passieren? Mal gucken. Die Schlüssel trägt immer bei sich. Taschendiebstahl dürfte für mich hat kein Problem mehr sein. Aha, Taschendiebstahl wird gefragt. Valentino lebt in der Oberstadt, wissen wir. Wenn ich diese betrete, muss auch ein zweites Haus auf der rechten Seite. Aha, dort muss ich nach Valentinos Truhe aussuchen. Es könnte aber sein, dass er diese irgendwo versteckt hat. Die Truhe? Aber ich habe die doch eben schon in seiner Wohnung gefunden heute. Erstmal checken. Valentino könnte nämlich unten auch vor dem Predigern sein, nicht wahr? Das ist ja der Hammer. So was Beklopptes jetzt aber auch. Jetzt machen wir Folgendes. Nee, der ist nicht mehr hier. Demnach ist er... Doch, hier ist er. Hier ist er. Hey. Jetzt muss ich mal abspeichern. Weil ich wissen will, was passiert denn jetzt, wenn ich hier sage, ich muss dir wohl Manieren beibringen. Ich muss dir wohl mal Manieren beibringen. Macht mir nichts. Du kannst mich ruhig verprügeln. Wenn ich morgen aufstehe, wird's mir wieder gut gehen. Aber du musst mit deiner Visage ein Leben lang rumlaufen. Okay. Das kennen wir, ne? Hey. Das hatten wir ja schon mal in dem alten... Nee, doch nicht. Ich meinte, das schon mal gehört zu haben. Okay, dann gehen wir mal in die Oberstadt. So, es heißt im Logbuch, zweites Haus auf der rechten Seite. Rechte Seite, zweites Haus. Hier sind wir. Das müsste ein parfümierter Brief. Den werden wir mal lesen. Das wird ja mal besser hier. Ah, by the way, die versiegelte Begnadigung habe ich jetzt hier wieder doch gefunden. Nur mal so zur Erinnerung. Und hier ist der parfümierte Brief. Mal gucken, was da drin steht. Schleim, Schleim.
Nee, warum meldest du dich nicht mehr bei mir? Warum gehst du mir aus dem Weg? Mein Onkel behauptet, dass du eine neue Freundin hast, aber das kann ich nicht glauben. Wir hatten uns doch ewige Liebe geschworen. Bitte melde dich, ich vermisse dich so. Deine dich immer liebende Greta. Mhm. Ja, die war schon immer auf Geld aus, von wegen Liebe. Ja, dann machen wir uns mal eben schnell auf die Suche nach seinem, nach seiner Truhe, die irgendwo eventuell auch versteckt sein kann. Wir haben ja sowieso noch ein Tippchen gekriegt. Ein Gärtner, der da irgendwie sagte, alter Krempel und eine wertvolle Schätze könnten eventuell... Aha. Wusste ich vorher nicht, echt nicht. Und Tomb Raider habe ich auch nur einmal gespielt. Das war, glaube ich, die zweite Version. Wo ist denn hier was aufgegangen? Ich bin ja blind, ne? Nein, bin ich nicht. Brutal, da sitzt ein Skelett. Wen hat er denn da eingesperrt? Ich mach mal auf. Denn ich müsste ja Valentinos Schlüssel haben. Veraltete Paladin-Rüstung. So, die muss ich jetzt mal eben kurz suchen und da reinbullern. Okay, ich nehme mal an, weil das nicht unter Rüstung ist, sondern unter Verschiedenes, dass das die alte Paladin-Rüstung ist. Die werden wir jetzt auch hier reintun, wobei wir auch ganz schnell hier schön mal das Zeug looten. So, schwupps. Jetzt bin ich mal gespannt, was sagt denn hier das hier? Ich habe die alte Paladin-Rüstung im Waren... Valentinos Truhe versteckt. Jetzt müsste ich nur noch Lord André darüber informieren. Aha, dass Valentino im Besitz der Rüstung ist. Aber soll ich das wirklich tun? Valentino ist zwar ein mieser Typ, aber dass er für etwas bestraft werden soll, was er gar nicht getan hat, ist schon wirklich gemein von mir. Mal sehen, wie ich mich entscheiden werde. Ja, und liebe Freunde und Zuseher und Zuseherinnen, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt einen Kommentar und wo ist Gerbrand? Hilft mir da mal bitte. Und ein Däumchen. Macht's gut. Tschüss.